Meine Werkstatt nimmt mir schon langsam einigermaßen Gestalt an. Allerdings habe ich ein Problem, was mir schon sowas lange auf den Sack geht. Das will ich jetzt mal neu bauen. Und zwar ist das mein Mülleimer. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ein großer Rüppelhaufen, richtig kacke. Ich habe es damals gebaut mit Abstandklöpfen. Da habe ich hier reingeschrieben Plastik, Papier, Restmüll, also habe ich verschiedene Bereiche. Allerdings ist es sowieso kacke, denn wenn man es in Restmüll schmeißt, dann haben wir uns als Regel in der Familie, dass wir das immer in die Tüte packen. Und das in die Tüte zu packen, ist auch so umständlich. Das Einzige, wo es nicht in die Tüte muss, ist bei Papier. Ich hätte mich daran eh nicht mehr gehalten, also komplette Katastrophe. Und da will ich mir jetzt was Neues bauen, wo einzelne Bereiche sind für Plastik, Restmüll und Papier und so weiter. Außerdem habe ich mir gedacht, kann man das ja eigentlich so eine kleine Müllstation sich zurechtbauen, dass man hier so einen Kehrfeger habe ich hier, Kehrblech und einen Kehrfeger und dann hier noch einen Besen. Den benutze ich immer zum Zusammenfegen. Staubsauger, den lasse ich jetzt mal außen vor, der kommt da nicht hin. Und dann kann man ja den Mülleimer und das alles zusammen in einen Platz bringen. Das Projekt. Das ist das ganz lockere Fichte-Leimholz, dieses billige Holz aus dem Baumarkt. Damals habe ich das mal benutzt und ich habe noch recht viel Restholz von diesem ganzen Holz noch, von damaligen Projekten, was ich da zerlegt habe und so weiter. Und ich versuche mal daraus zu bauen, denn ich will, dass natürlich nicht in der Werkstatt immer USB verwendet wird. Ich will, dass das mal ein bisschen variabel und ein bisschen Abwechslung ist. Also es ist ja schon echt, muss man mal sagen, echt recht schwer, das durch das Restholz das so einen Plan zu machen. Denn man muss natürlich auch die ganze Masse ausrechnen. Ich habe jetzt einigermaßen einen Plan. Und zwar, das ist jetzt hier diese große lange Platte. Die ist insgesamt 120 cm, also 1,20 m. So, wir werden immer durch die Hälfte teilen, dann haben wir jeweils 60 cm lange Stücke. Das werden die Seitenteile werden. Und die Seitenteile müssen natürlich auch noch eine kurze Seite haben. Und die werden wir aus den Dingen machen. Wir werden die verleimen. Mache ich ebenfalls, oder mache ich nicht zum ersten Mal, aber habe ich sehr selten gemacht bisher. Verleimen wir die. Und auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, fangen wir jetzt erstmal an mit dem ersten Zuschnitt. Denn wir müssen natürlich jetzt erstmal hier die ganzen Kanten und Ecken relativ gerade schneiden, dass es auch keine Fugen mehr steht beim Verleihen. Das werden wir jetzt erstmal hier machen und hier werden wir die Platte schon mal zuerst beschneiden. Und wir verleihen die jetzt mal. So, dann legen wir die mal rein. Also achtet vor, ich bin kein Profi. Wenn ihr das von Profis wissen wollt, dann guckt euch zum Beispiel Jonas Winkler an, der macht da super geile Videos. Also, wie gesagt, für mich muss es auch nicht drauf ankommen, das muss jetzt nicht das Ordentliche sein. Es muss einfach nur quasi seinen Sinn erfüllen. Muss einfach nur ein Brett sein. Das reicht mir schon fast. Muss auch nicht unglaublich gerade sein. Ich werde es auch hinterher nicht abrichten. Habe ich im Moment nicht die Möglichkeiten zu. Und dann werde ich es auch nicht machen. So. Sind noch verhältnismäßig relativ wenig Fugen. Leim wegmachen. Super, egal. Ich mache das ebenfalls, wie gesagt, nicht zum ersten Mal, aber auch vielleicht zum dritten Mal jetzt, aber das geht gar nicht so ganz schlecht. So, und so lasse ich das jetzt erstmal, keine Ahnung, 3-4 Stunden trocknen. So, und jetzt, wo die Bretter trocknen, können wir uns um die Halterung dieser Besen kümmern. Bei mir habe ich das Glück, beide Besen haben so Löcher hier. Ja, hier auch. Und der Vorteil ist an der Geschichte, ich kann es einfach mit so einem Dübel und einer Schraube ranhängen. Das werde ich auch machen. Wenn ihr keine Löcher habt, dann macht es ganz einfach so. Ihr nehmt den Besen und baut einfach zum Beispiel Schrott ein Brett dran. Und dann macht ihr einfach euch so Halter, die da so Holzhalter hin, die das Brettding so halten. Das könnt ihr auch hiermit so machen. Steht das da drauf, geht auch. Ich mache es mir nicht so umständlich. Ich habe es ja einfach und ich habe es auch hier die Löcher.
wenn ich mal keine Löcher mehr habe, mal einen neuen habe, dann mache ich vielleicht mal auch eine Vorrichtung, kann ich euch ja dann mal zeigen. Mal gucken. Also, oh. Also, ihr erschreckt mich immer. Immer. Du machst doch nie. Also, im Moment erschrecken sie mich alle, ey. Letzten Jason auch, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Also, wir bringen das jetzt an die Wand. Das ist auch jetzt schon geworden. Mega gut, ist auch relativ bündig, also auch wirklich kaum Nachbearbeitung nötig. Mal gucken mal, wie das zweite auch noch ist. Ich mache da einmal kurz mit. Cool. Hier, das ist das zweite. Und das mache ich mal ein bisschen mit den Stechbalken noch ein bisschen nachbearbeiten. Zwei Bretter mir zurechtgeleimt, hier nochmal fertig gemacht. Deswegen werden die Zwischenstücke sein, die hier reinkommen, um die Abgrenzungen zu herzustellen. Und hier habe ich nochmal so einen Boden, den kann ich als Untergrund, als Boden für dieses Ding hier benutzen.
weiter. Ich habe jetzt übrigens hier für die, das Ganze hier konzipiert für so Mülleimer oder so Beutel. Das sind die Beutel oder diese Plastikdinger hier für Plastiktüten für, die auch in jedem normalen Mülleimer drin sind. Also ganz normal. Das habe ich jetzt als Maß gemacht. Das passt auch hier astrein rein. Dann habe ich noch hier die Nägel dran gemacht, dass das wirklich reinpasst. Und ich habe mir unten noch mit einem Skalpell das Grüne hier ausgeschnitten, so eine grüne Farbe. Hier habe ich auch noch ausgeschnitten mit einem Skalpell und den ganzen Buchstaben und habe sie jetzt hier raufgeklebt. Dann kann man auch Restmüll, Papier, Plastik und noch einmal sehen, dass hier Mülleimer ist, gut erkennen. Und jetzt fehlt nur noch das Einzige, und zwar Rollen. Ich finde wirklich auch richtig geil, dass wir das ja auch verleiht haben. Das war auch eigentlich für mich das einzige Schwierige oder das einzige Mal, wo man auch mal ein bisschen was Herausforderung hatte mal. Und ich will mich auch ein bisschen verbessern, immer nicht verschrauben. Das habe ich jetzt mal gemacht hier, aber dass man auch mal was anderes macht. Und jetzt mal ehrlich, findet ihr den Unterschied zwischen diesen hier und diesen raus? Kaum. Also ich kaum. Ich finde keinen Unterschied zwischen diesen fertigen schon oder den nicht fertigen. Die Oberfläche ist ein bisschen anders, aber das ist auch wirklich ganz gering. Somit ist auch jetzt meine ganze Station fertig. Ich habe hier jetzt den Besen und alles drum und dran. Alles an einer Stelle, wo ich es brauche. Die Rollen sind auch gut, weil die habe ich jetzt lenkig. Und kann ich auch mit hier einfach mit der Bremse feststellen. Jetzt steht der Mülleimer auch einigermaßen fest. Und wenn ich ihn brauche und woanders hin haben will, löse ich die Rollen und kann sie dann irgendwo hinfahren, wo ich auch gerade Müll habe. Oder auch Mengen an Müll vor allem habe. Hier habe ich dann, wie gesagt, auch mal hier das andere. Ich habe diese Nägel drin. Das heißt, ich kann den Mülleimer einfach oder den Plastikbeutel einfach rausnehmen. Kann ihn dann wegschmeißen. Wenn ich jetzt Papier habe, kann ich ihn einfach nur entleeren, wieder reinpacken. Und bei der Restmüll kann ich ihn einfach dann, oder Plastik kann ich ihn auch generell einfach wegschmeißen, dann das passt dann auch. Und wenn ich einen neuen habe, einfach hier reinpacken. Dann macht man sich einfach hier die Löcher wieder neu rein. Und kann ich dann einfach das Ding wieder befüllen. Hat dann wieder hier genügend Stauraum für neuen Müll. Und auch vor allen Dingen recht viel Kapazität halt, er wird auch erstmal nicht so schnell voll werden. Ja Leute, in diesem Sinne darf ich mich auch bedanken an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns noch in einem meiner nächsten Videos wieder, wo ich weiter die Werkstatt umbaue. Also auch bitte nicht abonnieren vergessen. Da freue ich mich natürlich auch drüber. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.